So, und weiter geht's hier. Heute wieder in Hirschfelden unterwegs und ich marschiere gerade hier mitten in der Nacht mal ein bisschen rum. Hatte gerade schon einen Reh da hinten entdeckt und laufe jetzt gerade hier mal in Richtung der Felder, denn ich suche mir jetzt gerade, wir hören es schon wieder, einen Spot, wo ich die Attrappen hinstellen kann, fürs Gänsejagen. Also, legen wir los. Ich habe mir gedacht, komm, rennst du mal los, suchst du dir nochmal so ein paar schöne Stellen, wo man vielleicht die Gänse anlocken kann. Und ich muss gestehen, ich hatte das nicht mehr so ganz auf dem Schirm, aber ich weiß noch, irgendwo hier im Bereich, okay, ist hinterm Berg, da renne ich jetzt nicht hin. Irgendwo hier in dem Bereich der Felder konnte man hervorragend eben auch die Attrappen hinstellen. Deswegen marschiere ich da jetzt einfach mal eben hin, gucke mir das an und natürlich bin ich leise unterwegs. Sieh zu, dass ich hier nicht so viel Krach mache. Wir können gleich auch nochmal reingucken, wie ich zurzeit geskillt bin. Ich meine, ja, mittlerweile Stufe 15. Und ich glaube, da waren Schritte. Sound passt. Ich glaube, da waren Schritte. Ja, wie ich geskillt bin. Ich bin natürlich jetzt durch die Livestreams, das pusht. Wahnsinnig. Wenn man also hier 4 Stunden jagen geht, kommt man da natürlich ordentlich weiter im Level. Warnruf Dammhirsch. Habe ich irgendwas zum Anlocken für Dammhirsch? Nee. Ich habe letztens schon damit rumgelockt, Alter. Ich habe überhaupt gar nichts. Ich habe das schon immer verwendet, hier das Ding. Das ist überhaupt nicht. Ach, warte mal. Habe ich nicht diese Rassel? Habe ich nicht. Verdorre ich. Es gibt diese komische Rassel. Ich glaube, die ist für Dammhirsch. Na gut. Der war aber auch gar nicht geplant jetzt. Ich wollte ein paar Gänse gleich. Bleiben wir einfach mal schön leise unterwegs. Wieder Warnruf? Ach komm, als ob der mich hört. Ich meine, ich bin immer noch nicht so geskillt, dass ich super leise bin, ne? Wenn wir mal gucken hier, Fertigkeiten. Hier, immerhin, das war jetzt der letzte Skillpunkt, den ich verteilt habe, reduziert die Geräusche, die du beim Bewegen durch größere Pflanzen, hier so Büsche und so, das ist dann schon mal reduziert. Also das auch super wichtig, dass man eben leise unterwegs ist. Und ich bin eh jetzt hier schon gerade am Schleichen. Auch mit einem Grund, warum man zum Beispiel keinen Rucksack trägt oder eine extra Tasche oder sowas. Müsst ihr euch mal angucken. Es gibt ja die Möglichkeit, dass man so Rucksäcke und Taschen mitnimmt, damit man irgendwie 75 verschiedene Gewehre hat. Oder 3, 4, 5. Ich sag mal, in der Regel kriegt man 3 Stück ganz gut noch mit. Trabend. Okay, ich habe ihn tatsächlich vorhin schon aufgescheucht. Der haut jetzt schon ab. Ist also schon ein bisschen schneller unterwegs. Und daher wahrscheinlich auch noch die Warnrufe. Aber ich hoffe, dass er vielleicht in der Nacht hier, dass er vielleicht sogar gleich noch zurückkommt. Das wäre ja der Hammer, ey. Männlich, Dammhirsch. Okay, er geht rüber. Das wäre ja nice. Die Tiere kommen gerne an die Stellen zurück. Brunftschrei Dammhirsch, okay. Also die kommen gerne an die Stellen zurück. Es ist einfach so, da sind dann irgendwelche Spots, sozusagen so ein Fressgebiet oder ein Ruhegebiet. Und die wollen da ja hin, weil die halt ein bisschen chillen wollen oder weil die was fressen wollen oder was trinken wollen oder.
Das heißt, die gehen da schon auch gerne wieder hin zurück. Frische Spur. Okay. Und aus diesem Grund kann man, wenn man so ein Gebiet entdeckt hat, natürlich auch gucken, okay, um welche Uhrzeit sind die ungefähr da? Und dann eben probieren, dahin zu gehen, nicht ganz so nah dran. Wenn man da wirklich was sieht und auch da ein Tier schießt, auch nicht komplett eskalieren und hinjoggen und yeah, ich habe da jetzt was gefangen, irgendwas erlegt, sondern ruhig bleiben, vielleicht ein Tier schießen, warten und ein bisschen callen. Vielleicht kommen die wieder zurück, dann hat man die Chance, einfach noch eins oder noch eins zu schießen. Und auch versuchen, die Tiere nicht zu schießen, wenn sie gerade auf der Flucht sind, dann hauen sie vielleicht nochmal weiter ab. Also ruhig da, deutlich entspannter rangehen. Die Tiere kommen schon wieder. Jetzt in dem Fall rennt der hier wirklich ein bisschen kreuz und quer rum. Nicht im Mief, nicht im Wind. Ich gehe aber weiter in die Richtung. Also der ist jetzt hier tatsächlich aus dem Waldgebiet raus. Hier rüber. Hier die Runde gemacht und dann wieder da hinten rein. Quasi um den Berg hier herum. Zack. Und es kann durchaus sein, dass er gleich hier wieder ankommt. Nichtsdestotrotz gehe ich jetzt hier weiter in Richtung Felder. Ich bin einfach gierig darauf, hier zu gucken, ob auf den Feldern irgendwo noch was steht. Ist hier eine Base? Das wäre natürlich nett. Ich weiß das gar nicht. Weil es hier so aufgedeckt ist. Gehen wir gleich mal hin. Wie gesagt, ich bleibe erstmal noch leise. Vielleicht höre ich ja gleich noch was in der Nähe. Und ich würde sagen, ich marschiere erstmal weiter und dann sehen wir uns gleich hier an den Feldern. Ja, ich bin jetzt hier bereits auf den Feldern unterwegs. Und habe mir hier gerade mal diese aufleuchtende Stelle markiert. Da komme ich doch jetzt hier gerade an so einer Scheune vorbei und sehe, da hinten ist tatsächlich auch nochmal so eine Hütte. Auch nicht schlecht hier. Die Jägershütte, kann man hier rein? Kann man tatsächlich rein? Kann man hier auch hoch? Tatsache interagieren. Nanu? Nee. Das wäre ja ein Dingen. Schön von hier oben raus. Über die Felder gucken. Auch nicht schlecht. Kann man, glaube ich, machen. Tarnwert ist gerade nicht so gut. Kann man sich hinlegen? Könnte man. Aber auch da, ja doch, Tarnwert ist okay. Tarnwert ist okay. Ganz normal wie in einem Zelt oder in einem Hochsitz. Könnte man sich also auch hier hinstellen. Und von hier oben heraus in Position gehen. Auch nicht schlecht. Kann man mal machen. Kommt man nicht auch wieder runter? Ah, mehr schlecht als recht, aber man kommt runter. Ja, und hier ist nochmal so eine Hütte. Und das ist jetzt, glaube ich, hier diese Markierung. Die auch auf der Map so hell aufgeleuchtet ist hier schon. Schauen wir mal, was wir hier haben. Ist das eine Base? Ich bin mir ganz unsicher. Mitten an den Feldern? Oder ist auch das wieder nur Part der Story? Ich glaube schon, ne? Ich denke schon, dass es nur irgendwas mit der Geschichte hier zu tun hat. Ja. Kann man auch gar nicht rein. Aber der Fleck leuchtet hier natürlich auch auf. Für die Story. Jo. Ich habe noch nicht den idealen Spot gefunden. Ich denke, ich werde hier gleich noch mal ein bisschen weiter hochlaufen. Vielleicht in diesem Bereich. Bin jetzt hier einmal eine Schleife gelaufen. Und laufe jetzt hier noch mal ein bisschen weiter hoch. Immer den Feldern entlang. Denn ich würde gerne die Gänseattrappen so platzieren, dass sie halt gut zu sehen sind.
so eine Herde Gänse sozusagen auf dem Acker, damit da die neuen, die gerade rumfliegen, quasi direkt angelockt werden. Und dann sollte da in der Nähe irgendwie noch ein bisschen Gebüsch sein, dass man dann sich da reinhocken kann mit dem Caller, meck, 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 die Gänse nochmal extra anlockt. Und ja, das wäre halt ideal. Deswegen suche ich noch ein bisschen. Bis gleich. Und da gackern sie und da gackern sie. Und hier kommen sie sogar ganz nah vorbeigeflogen. Ah, euch kriege ich noch, ihr Lümmels. Euch kriege ich noch. Ich habe hier gerade erstmal den nächsten Aussichtspunkt entdeckt. Bisher tatsächlich in der Nacht äußerst schwierig, kann ich nicht anders sagen. Nichts gesehen. Das Einzige, was ich gehört habe, waren zwischendurch ein paar Dammhirsche. Da fehlt mir allerdings das Lockmittel zu. Das heißt, und ich habe gerade auch schon überlegt, warum ich so viele Rehe bisher gesehen habe und erlegt habe, weil ich einfach das Lockmittel dafür habe. Wenn ich was höre, ein Reh callt, ist verschreckt, ich lock's einfach an, rabams, und kann es natürlich dann auch erlegen. Aber ansonsten fehlen mir einfach noch die Lockmittel. Das heißt, auch da werde ich gleich mal gucken. Ich glaube, hier in dem Bereich könnte auch gleich noch ein Außenposten sein. Schauen wir uns natürlich an. Da latsche ich dann eben hin und dann sehen wir mal zu, dass wir die passenden Lockmittel haben. Dann haben wir gleich den passenden Spot und dann geht es, ja, ans Eingemachte. Ja, wie gerade schon angekündigt, hier haben wir tatsächlich eine Base. Erkunden wir das Ganze mal eben kurz, entdecken die Base eben. Die wurde tatsächlich gerade auf der Map erst gar nicht angezeigt. Und jetzt ist sie zum Glück dann doch hier. Ich hatte mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Aber hier ist eine Base, ein großes Camp tatsächlich mit mehreren Häusern. Und jetzt haben wir hier auch unseren Container stehen. Jawohl. Und können dann hier auch shoppen gehen. Krass. Ist das neu? Also bei manchen Sachen habe ich echt überlegt, ob die wirklich an den Maps weitergearbeitet haben. Also gucken wir mal eben rein. Gerade nach den Lockmitteln, ganz entscheidend, Lockpfeifen und ähnliches. Hier, Geweihrassel, Dammhirsch. Kaufen, als allererstes. Kostet 6.000, ist nicht ganz wenig, aber essentiell. Kanadagans, Lockmittel, 6.000, kaufen. Jawohl, dann haben wir das auch. Was habe ich noch hier? Wapiti, Roosevelt Wapiti, Alter, und Rocky Mountain Wapiti, Alden. Nö, brauchen wir nicht. Wir sind gerade nicht auf der amerikanischen Map unterwegs. Aber das Wildschweintröten-Ding, das hole ich mir auch schon. Kaufen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Rothirsch auch super, aber leider erst ab Level 27 frei. Ja, jetzt mit Level 15. Das war ein großer Schub nach vorne. Die Stockenten, Zimtenten, die sind auch auf anderen Karten. Damit habe ich jetzt erstmal hier die wichtigsten Lockmittel. Das freut mich jetzt aber. Ziehen wir mal eben rein. Was brauchen wir denn hier auf der Karte nicht? Sickerhirsch brauchen wir hier nicht. Weißwedel, Schwarzwedel, Maultiersch, Sicker brauchen wir auch nicht. Wir brauchen die Truthahn-Sachen hier nicht. Fuchs könnten wir mitnehmen. Die Gans, Wildschwein und hier ist die Rassel. Und damit wir dann auch eine Stelle haben, oder wenn wir dann eine Stelle haben, aus dem Gänse, Kanadagans DLC, aus dem DLC gibt es dann jeweils hier 10 verschiedene Arten. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Und ich muss mal eben schauen, dass wir ein wenig Gewicht verlieren. Fürs Rumsuchen nehmen wir mal die Waffe eben raus. Kann ich mir ein Zelt mitnehmen? Kann ich nicht. Aber das brauchen wir, wenn wir gleich einen Spot haben. Das heißt, ich nehme auch jetzt erstmal die Waffe raus. Hab jetzt hier gerade nur die Schrotflinte dabei. Und für die Schrotflinte, da müssen wir mal eben gucken, Kaliber 12,
Gehen wir mal eben in den Laden. Wir können ja hier unter Flinte gucken. Das ist die, die wir haben. Kompatible Gegenstände. Kaliber 12. Da fehlen mir noch Points. Slug-Munition. Das ist eben ein dickes Geschoss. Ihr seht hier, das geht dann eben hoch vom Wildschwein, Wolf, Hirsch, Bär bis hin zum Elch. Also das ist schon richtig dickes, da steht es auch drauf, die Slug-Muni. Das ist halt schon ein richtig fettes Geschoss. Nichtsdestotrotz leider noch nicht frei. Ich hatte letztens im Livestream schon gesagt, ich konzentriere mich diesmal auch ein bisschen auf die Flinten. Habe ich absolut vernachlässigt, weil man immer so viel mit den Gewehren spielt. Diesmal auch hier werde ich Stück für Stück die ganzen Waffenarten natürlich auch durchgehen. Flinten, Bögen, Pistolen und so weiter und so weiter. Nehmen wir alles schön Stück für Stück durch. Ich nehme hier nochmal ein bisschen Vogelschrot mit. Vielleicht finden wir noch ein paar Kaninchen. Oder vielleicht kommen wir doch noch in die Gelegenheit, Vögel zu schießen. Nehmen allerdings erstmal nur ein paar Schuss mit. Machen wir mal so 50 Schuss, das reicht. Und ansonsten bleiben wir hier mit dem Rehposten. Das reicht dann eben auch für die Rehe. 2 bis 5. Und wenn wir uns nicht sicher sind, welche Kategorie das ist, gucken wir in den Kodex, gucken hier unter der Fauna zum Beispiel jetzt nach dem Dammhirsch. Dammhirsch ist Kategorie 4. Heißt, wir können auch den Dammhirsch noch erfolgreich mit dem Rehposten, mit der Munition jagen. Wir haben ja 2 bis 5. Und hier, wenn wir jetzt nach dem Rothirsch schauen, der sollte drüber sein. Der ist, glaube ich, auf Stufe 6. Genau, Rothirsch deutlich größer, Stufe 6. Da brauchen wir dann ein anderes Gewehr. Aber nichtsdestotrotz, zurück hier zum Lager. Beziehungsweise wir gucken mal eben, was wir da jetzt dabei haben. Wir haben die eine Waffe. Wir nehmen hier noch die andere Munitionsart mit. Halt, das ist die verkehrte. Hier Vogelschrot. Die in Rot, sehr schön. Und dann gucken wir nochmal, dass wir vielleicht noch ein Zelt einpacken können. Jawohl, passt vom Gewicht her. Das heißt, wir haben jetzt ein Zelt dabei. Zelt DLC, ja, zählt mit zu den DLCs, die vielleicht sinnvoll sind. Viele andere oder einige andere DLCs, naja, braucht man nicht zwingend. Aber so ein Zelt ist schon echt ganz praktisch. So, weiter geht's, bis wir den Spot haben. Dann sehen wir uns gleich an dem Spot, wo aufgebaut wird fürs Gänsejagen. Ich habe hier eine Stelle gefunden, die mir fürs Gänsejagen richtig gut erscheint. Ich hatte sonst immer etwas andere Stellen, aber das hier sieht auch richtig gut aus. Und ich denke, hier werde ich mich platzieren, hier werde ich mich ausbreiten. Das heißt, wir bauen uns jetzt hier die Stelle auf fürs Gänsejagen. Gehen wir mal eben kurz ins Inventar. Das heißt, wir brauchen hier unser Zelt, das gleich mal als erstes. Und dann können wir aus dem Zelt heraus eben auch unsere weiteren Sachen herausholen, die wir so brauchen. Machen wir das mal. Ich überlege, ob ich es seitlich stelle oder doch so. Ich glaube, ich stelle es so, wie es hier ist jetzt. So. Zack. Das ist jetzt natürlich essentiell, denn hier haben wir jetzt die Möglichkeit, auf weitere Sachen zuzugreifen, wenn man das DLC hat fürs Gänsejagen. Dann hat man eben auch hier weitere, oder fürs Wasservogeljagen, ne? Da haben wir das. Das war für die, ich glaube für die Enten war das. Und wir nehmen einfach mal hier dieses. Kosten, glaube ich, alle gleich. Jawohl. So, und dann nehmen wir das Tarnzelt, stellen das hier auch noch auf. Dann können wir uns da nämlich gleich auch noch schön reinstellen. Hier haben wir das. Ich hatte sogar noch welche rumliegen, ne? Jetzt habe ich 2. Das waren 8000 umsonst ausgegeben. Egal, die Kohle kommt schnell wieder rein.
Und jetzt überlege ich gerade, wo am besten. Wir müssen natürlich gucken, wie kann man es auch platzieren. Da ist es auf der 3. Kann man es hier platzieren? Und wo ist hier ist der Eingang? Okay. Hier kann man es nicht platzieren. Da kann man es platzieren. Und dann machen wir das aber so, dass es vielleicht so ein bisschen nach vorne kippt. Das ist gar nicht so schlecht. Dann haben wir nämlich zu den Feldern hin ein bisschen bessere Sicht. So. So ist auch gut. Warte. Genau direkt da. So. Jetzt ist es positioniert. Das heißt, wir können jederzeit hier hinreisen mit der Schnellreise zum Zelt. Gehen dann leise, also geschlichen, hier hin. Gehen dann hier rein. Man sieht es gleich an der Sichtbarkeit. Zack, jetzt sind wir schon direkt weniger sichtbar. Das Ding ist zu. Hier kann man es dann natürlich auch irgendwann wieder aufmachen. Und von hier aus können wir uns dann irgendwie auch hinstellen und können dann hier schön im Stehen, haben wir hier schön die Felder im Blick, 2 Stück. Das heißt, ich werde jetzt hier in dem Bereich und in dem Bereich überall Attrappen hinstellen und danach sind wir quasi startklar. So, und jetzt kommen hier die letzten 3 noch hin. 2, 3... 4, 5 sind's. Perfekt. Und wir sehen, hier ist auch diese Markierung für einen Lockspot. Ich habe einfach mittig eine platziert und dann einfach so im Kreis herum die eine Sorte, dann die zweite Sorte, die dann irgendwie pickt und die dritte, die guckt so rum. So, die sind da platziert und das Ganze habe ich hier auch gemacht. Also einfach so random überall verteilt. Ja, und jetzt heißt es, ab ins Zelt, Lockmittel auspacken, Waffen ausrüsten und dann Attacke Vollgas. Und das sehen wir natürlich im nächsten Video. Wenn das Ganze gefallen hat und geholfen hat, gerne einen Daumen da lassen für den Kanal. Mal gerne auch hinschreiben, wo du auf die Jagd gehst nach den Gänsen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Weidmanns Heil.